Mir gefällt es auf jeden Fall nicht, dass man unser schönes Land von Seiten dieser Bundesregierung, ja, mir kommt es manchmal vor, das ist wie ein Irrenhaus, wo die Insassen das Kommando übernommen haben. Das ist das Programm, das diese Regierung fährt. Und es gibt ein altes Sprichwort, das heißt, wer schweigt, stimmt zu. Und seht ihr, da geht es jetzt bei mir ins Eingemachte. Dem will ich keinen Vorschub leisten. Mich wird man da nicht dabei erwischen, dass dieses Sprichwort für mich gilt und es wird auch nicht für die Freiheitliche Partei gelten. Wir sind bei diesem Wahnsinn nicht dabei und deswegen machen wir den Mund auf und deswegen prangern wir diese Dinge an. Nicht, weil es so lustig ist, Opposition zu sein, sondern weil es notwendig ist, hier entsprechend dagegen zu halten. Und, liebe Freunde, Sind wir heute die Einzigen? Ja, das ist die Sonderstellung der Freiheitlichen Partei im Parteienspektrum dieser Republik. Die anderen haben sie zusammengehängt, die Viererbande, möchte ich sagen. Nicht? Die Schwarzen, die Roten, die Grünen, die Neos, das gibt es in allen möglichen Konstellationen. Die haben nicht wirklich ein Problem miteinander und die betreiben auch viele dieser Grauslichkeiten. Da kann jeder mit jedem, da geht es zu wie im Swingerclub. Jetzt habe ich gesagt, wir haben eine Sonderstellung im politischen Spektrum. Und das ist ja nicht nur bei Corona so. Denkt einmal ein bisschen nach. Es wäre in vielen, vielen Bereichen viel, viel gescheiter gewesen, man hätte früher auf die Freiheitliche Partei gehört. Denkt einmal nach. Die Europäische Union und unsere Warnungen vor dem Souveränitätsverlust, da waren wir auch die Einzigen und alle haben so mit dem Finger auf die Freiheitliche Partei gezeigt. Gesagt, schaut euch die an, was die wieder daherreden. Ja, alles ein Blödsinn und heute haben wir es. Und wenn wir jetzt sehen, dass in Linz da ein Terrorist, natürlich ein Asylwerber, verhaftet worden ist, dann ist schön, dass wir den aufgeklatscht haben. Aber es ist auch eine Errungenschaft unseres Beitritts zur Europäischen Union, dass wir über die Judikatur des Europäischen Gerichtshofs und des Gerichtshofs für Menschenrechte dann nicht mehr in der Lage sind, diese Leute außer Landes zu bringen, weil sie in ihrem Heimatland einer besonders strengen Strafe ausgesetzt sind. Das heißt, wenn du ein Terrorist bist, hast du einen Freifahrtschein in das Aufenthaltsland deiner Wahl. Und da zeigt sich, wie verkehrt diese ganzen Entwicklungen sind. Und wir Freiheitlichen haben damals die Sonderstellung gehabt, davor zu warnen. Und genau das Gleiche beim Euro. Auch dort waren wir die Einzigen, die gesagt haben, das wird sich nicht ausgehen, wenn man harte Währungen und weiche in einen Topf schmeißt und sie dann erwartet, dass die harten hart bleiben. Das geht sich nicht aus. Und jeder von euch, der in die Brieftaschen schaut, der weiß, dass wir einen enormen Verlust seit der Währungsumstellung gehabt haben. Auch dort haben wir eine Sonderstellung gehabt. Wir haben eine Sonderstellung bei diesem ganzen Klimawahnsinn. Sind wir ja auch die Einzigen, die sagen, ja, Naturschutz ja, Umweltschutz ja, wollen wir ja alle haben, dass das für die kommenden Generationen erhalten bleibt. Aber bitteschön mit Augenmaß und mit Hausverstand und nicht dadurch, dass man auf Technologien setzt, die noch eine schlechtere Ökobilanz haben als der Verbrennungsmotor. Das wird sich nicht ausgehen. Und die gleiche Vorreiterrolle und Sonderstellung haben wir gehabt, wenn es um die Frage der Asyl- und Zuwanderungspolitik geht. Da haben uns ja auch alle gesagt, dass die Dinge, die wir wollen, alle nicht gehen. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, die Grenzen zu schließen. Na? Jetzt haben wir gesehen, wie schnell das geht, wenn man will. Über Nacht waren die Grenzen zu. Über Nacht hat es auf einmal die Polizisten und die Soldaten an den Grenzen gegeben, weil es aus anderen Gründen notwendig gewesen ist. Also wir haben auch in diesen Bereichen Recht behalten. Und deswegen fürchte ich mich überhaupt gar nicht vor dieser Sonderstellung. Das ist für mich etwas ganz, ganz Positives.